Batonnev ist eine familienfreundliche Stadt, so die Theorie. In Wirklichkeit beklagen Eltern zu wenige Kita- und OGS-Plätze, eine schlechte Infrastruktur zum Spielen an der frischen Luft und hohe Kita-Gebühren. Um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen, spazierten Eltern Freitag beim Schlemmerabend durch die City. Wir sind die Eltern Batonnes. Wir haben uns im Mai, Ende Mai zusammengeschlossen und sind seitdem gewachsen. Das ist entstanden durch den Wegfall der Geschwisterkindregelung. Das war unser erstes großes Ziel, da zu sagen, das ist nicht familienfreundlich. Und durch das Wachstum haben wir dann die weiteren Themen aufgegriffen, wie fehlende Kita-Plätze. Da hatten wir auch eine Aktion zum 1.8. mit den Blumen auf dem Rathausplatz. Jetzt haben wir die Aktion heute und sagen, wir suchen fehlende Kita-Plätze, wir suchen Spielflächen für Kinder in jedem Alter, vor allem für die ganz Kleinen und für die Älteren, wo wirklich Bolzfläche auch einfach fehlt, wo die sich mal richtig austoben können. Und wir sehen einen OGS-Platzmangel auf uns zukommen. Das sind Themen alles, die wir haben und bearbeiten wollen. Was habt ihr jetzt hier auf dem Schlemmerabend geplant? Was passiert hier? Also wir haben einfach geplant, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auf uns aufmerksam zu machen und darauf aufmerksam zu machen, dass in Batonnev etwas fehlt. Nämlich die Kinder- und die Familienfreundlichkeit fehlt. Und dass einfach, wie schon gesagt, Flächen fehlen, auf denen man in der Öffentlichkeit spielen kann, wo auch verschiedene Geschwisterkinder in verschiedenen Altern zusammenspielen können und eben nicht nur eins spielen kann und das andere gar nicht an die Leiter drankommt oder eben von der Schaukel fallen würde. Und wir suchen eben Kita-Plätze, weil es einfach ein großes Problem ist, wenn mehr als 60 Familien Kinder haben, die über 3 Jahre alt sind, die teilweise schon 4 Jahre alt sind und die zu Hause sitzen und die nicht in den Kindergarten können und die Bilderbücher und Kinderbücher lesen, wo die Kinder dort in den Kindergarten gehen und sie selber fragen dann, was ist das überhaupt, ein Kindergarten? Und denen natürlich dann die sozialen Kontakte und alles Mögliche fehlt einfach. Was sie vielleicht selber nicht so sehr wahrnehmen, aber was einfach ein großes Problem ist. Plus Erwerbstätigkeit der Eltern. Die Eltern müssen zu Hause bleiben, die müssen ihren Job kündigen, die müssen ihre Elternzeit sehr lange verlängern. Und das trägt alles dazu bei, dass wir einfach das Gefühl haben, in Batonnev als Eltern mit jungen Kindern nicht so willkommen zu sein und einfach nicht freundlich empfangen zu sein und nicht Priorität zu haben. Ihr seid extra hier nach Batonnev gezogen, wahrscheinlich, weil das so eine familienfreundliche Stadt ist. Ihr seid ja total enttäuscht, oder wie? Nein, deshalb nicht. Also wir waren vorher in Bonn, ich bin aus Berufsgründen hier hingezogen. Und es ist sehr enttäuschend. Ne? Gut, man kann es jetzt nicht vielleicht mit Bonn vergleichen, ist ja größer. Aber es ist doch auch eine Stadt, die ja irgendwie sagt, sie sei das Nizza am Rhein und attraktiv. Hat mit die höchsten Kita-Gebühren in Nordrhein-Westfalen, verlangt also auch viel, aber bietet sehr wenig. Also es, vielleicht mit Ausnahme von Grafenwert, was ein sehr schönes Projekt ist, gibt es eigentlich einen ganz schlimmen Mangel an Spielflächen. Und die Spielplätze sind in einem erbärmlichen Zustand. Und sehr viele hier von den Eltern, die auch hier sind, warten seit über einem Jahr auf einen Kita-Platz und bekommen den nicht. Und da hängt ja vieles dran. Auch Möglichkeiten dann auch, dass die Mutter arbeiten geht und so. Und diese Geschwisterkind-Regelung ist eben auch so ein Punkt. Ne? Also das ist, Batonnev verlangt hohe Elternbeiträge, aber ich finde, es muss auch ein bisschen was bieten für Familien. Und es ziehen ja immer mehr Familien nach Batonnev. Und das würden wir uns einfach wünschen. Deswegen gehen wir hier ins Gespräch und demonstrieren. Schon 2014, 2015 und 2016 haben wir keinen Kita-Platz bekommen. Dann 2016 haben wir endlich einen bekommen. Wir waren schon völlig am Ende. Ich bin mit meinem Sohn zur Kinderbetreuung nach Hennef gefahren, damit ich den irgendwie betreut kriege, weil wir einfach berufstätige Eltern sind und sein möchten. Und es ging nicht anders, als eben 30 Kilometer zur Kinderbetreuung zu fahren. Bist du enttäuscht von deiner Vaterstadt hier? Ja, selbstverständlich. Früher bin ich sehr gerne hier in den Kindergarten gegangen als Kind. Heute sind wir seit über einem Jahr auf der intensiven Suche nach einem Betreuungsplatz für unseren Sohn, der in 2 Jahren schon in die Schule soll.
Das ist für uns als Eltern eine große Herausforderung, aber auch pädagogisch für den Kleinen ganz schwierig, weil er ja merkt inzwischen, dass es eine Schwierigkeit für uns ist. Er soll in 2 Jahren in die Schule und für ihn ist das für die Sozialisierung total wichtig, ein Betreuungsplatz. Wir haben ganz viel versucht und haben noch nichts bekommen. Das heißt, ihr bewerbt euch ständig und kriegt dann permanent Absagen? Oder wie? Ja, immer wieder neu. So, wir kriegen dann Absagen und dann sind wir auch aus dem System raus. Wohl, dann sieht man uns nicht mehr, dass wir suchen. Sobald wir eine Absage bekommen haben, dann müssen wir wieder neu über ein Portal uns anmelden. Und so geht das am laufenden Band. Das ist eine Belastung für uns, aber natürlich auch für die Erzieherinnen und Erzieher, die dann immer sich mit dem System beschäftigen müssen. Wir nerven ja auch nicht gerne, aber wir müssen nerven, weil das wohl der Weg ist, einen Platz zu bekommen, haben wir jetzt festgestellt. Ist natürlich auch für die Leiterinnen und Leiter der Einrichtung schwierig, weil sie dann ja nicht nur uns, sondern auch rund 80 andere Eltern haben, die ständig anklopfen. Die Stadt kriegt andauernd Anfragen und das ist für alle eine Belastung. Da muss einfach so schnell wie möglich was gefunden werden. Arbeiten, weil meine Kinder in der Betreuung sind. Es war aber relativ knapp. Wir haben ein Schulkind, das in der OGS ist. Und wir müssen jedes Jahr uns neu um OGS-Plätze betreuen. Ich arbeite 30 Stunden, deshalb habe ich eine relativ hohe Chance, einen Platz zu bekommen. Aber das ist nicht gesichert und es wird auch durch die OGS und den gesetzlichen OGS-Anspruch von den Erstklässlern in, glaube ich, 2 Jahren fatal werden, wenn nichts passiert. Weil dann nämlich die Erstklässler die Kita, die OGS-Plätze bekommen und die älteren Kinder das Nachsehen haben und eben auch die, hauptsächlich die Mütter. Ich bin Vollzeit berufstätig, mein Mann auch. Wir haben 2 Kinder. Wie macht ihr das denn dann mit den Kindern tagsüber? Ja, gerade fangen das unsere Schwiegereltern ab, weil es nicht anders geht. Und wir haben ein Netz an Familie, die uns stark unterstützen. Ohne das würde das leider nicht gehen. Mit Fördermitteln des Landes NRW startet die Stadt jetzt eine Bedarfsabfrage bei Lehrkräften, Fachkräften sowie Eltern und Kindern der Grundschule in Egidienberg. Thema ist: Was brauchen Eltern und Familien tatsächlich in Bad Honnef? Mal sehen, ob auf dem Berg die Problemlage eine andere ist.